So, liebe Zuschauer, nach diesem fast sensationellen Sieg über den Tabellenzweiten Elversberg ist bei mir unser Kapitän Phil Weimer. Wie fühlt sich das an, wieder mal zu gewinnen, Phil? Ja, ist grandios. Heute sind wir mal belohnt worden für die Arbeit, die wir Woche für Woche reinstecken. Ich denke, die letzten Spiele, auch wenn wir sie verloren haben, haben wir trotzdem ganz tolle Spiele abgeliefert, sehr gut gearbeitet und heute sind wir belohnt worden. Und da bin ich überglücklich. Ich glaube, wir haben auch zu Null gespielt heute. Ich denke, ganz großes Kompliment an Matthias Moritz im Tor. Es war in der ersten Halbzeit diese zwei, drei Dinge, wo er uns einfach rettet. Ansonsten ein Riesenkompliment an die Mannschaft, die bis zum Schluss gekämpft hat, jedes Ding verhindert hat, dass wir tatsächlich die Null halten. Und heute haben wir es auch geschafft, das zweite nachzulegen und es hat gut getan. Wie wichtig waren diese drei Punkte heute auch für das Selbstvertrauen der Mannschaft nach den letzten Durststrecke hier? Ja, es ist halt immer so, wenn du merkst, du machst gute Spiele, du kannst mithalten, kein Gegner hat uns bisher jetzt hergespielt oder total überlegen gewesen. Und ich denke, es war auch wichtig, dass wir jetzt mal gewonnen haben. Und gerade gegen den Zweiten, das tut natürlich doppelt gut. Okay, vielen Dank, Phil, und weiterhin Gruß an die Mannschaft und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.